Alles klar, damit heiße ich euch herzlich willkommen zur Demo von PT Silent Hills. Und ich bin sicher, da stand gerade noch jemand in der Tür. Oh, okay, man geht direkt durch. Ja, ich habe schon einiges über diese Demo gelesen und auch tatsächlich schon etwas auf YouTube gesehen. Das heißt, ich gehe nicht komplett, komplett blind an dieses Spiel ran. Hab selber noch nicht gespielt, kenne noch nicht alles und habe gedacht, ich möchte es auf jeden Fall noch spielen. Und möchte es euch natürlich nicht vorenthalten. Ich muss es gerade mal etwas leiser stellen. Okay, die Option gibt es nicht. Alles klar. Okay, ja, also ich weiß noch nicht wirklich, ob ich es in einem als ein Part hochladen werde, einen großen, oder ob ich da mehrere Parts draus mache tatsächlich. Das wird sich dann letztendlich zeigen, je nachdem, wie lange es durchspielen tatsächlich dauert. In the chest from point blank range. The mother, who he shot in the stomach, was pregnant at the time. Police arriving on scene after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murders, neighbors say they heard the father repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like he was chanting some strange spell. There was another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrators were fathers. State police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger trend such as employment, child care, and other social issues facing the average family. Alles klar, es ist ja schon mal ziemlich heftig. Ja, also wie gesagt, es kann durchaus sein, dass mehrere Parts kommen. Da ich es aber jetzt schon in einem Rutsch durchspielen möchte, wird es keine An- und Abmoderation in den kommenden Parts geben, wenn es mehrere Parts geben sollte. Wie gesagt, vielleicht gibt es auch nur einen einzigen. Das entscheide ich dann relativ spontan. My voice, can you hear it? This sign, can you read it? I'll wait forever if you'll just come to me. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich teste gerade noch etwas die Steuerung, denn erklärt wird einem hier nichts. Also wie man ranzoomt, habe ich schon kapiert, das funktioniert mit R3. Und sonst lässt sich auch nicht wirklich viel machen. Tatsächlich. Hier die Tür. Nee, da passiert auch nichts. Das Bild kann auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Beziehungsweise fangen wir mal von vorne an den Gang. Das ist natürlich etwas, was ich auch schon mitbekommen habe. Also das ganze Spiel spielt sich vollständig in diesem einen Gang ab. Und so, die Tür ist jetzt schon mal zu. Die hier ist auch noch zu. Passiert hier irgendwas? Alter, der Schatten von dem Ding ist ja heftig. Sag mal, vorhin war da oben doch. Alter. You fucking serious? Hallo? Hallo? Hä? Okay, Tür lässt sich nicht öffnen. Sag mal, vorhin war da oben doch auch noch ein Balkon hier geradeaus, oder? War der nur auf den beiden Seiten tatsächlich? Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Okay, die Tür ist zu. Die ist auch noch zu. You're fucking kidding me. Sag mal. Das Bild ist weg. 23:59 war es da gerade. Okay. Irgendwie bin ich in dem Gang gerade gefangen. Nichts geht, nirgendwo kann man. Was ist eigentlich das? Sieht aus wie eine Brust. Eine einzelne. Was haben wir hier? Viele bunte Smarties, nee, sind Bonbons. Jetzt. Are you fucking kidding me? Jetzt ist die scheiß Tür auf einmal offen. Are you serious? Okay, also noch. Muss ich sagen, hält sich die Angst in Grenzen, aber ich weiß natürlich, dass da noch einiges Schlimmeres kommen wird.
Warte mal, ich habe da gerade irgend sowas wie eine Art Knurren gehört. Hey, das Bild ist wieder da. Die Uhr. Okay. Das Bild sagt auch immer noch das Gleiche. Ich kann mich auch nicht hinknien oder sonst was. Da ist ein Stück von dem... Oh, Bild. Alter, jetzt hat's mich gerissen. Ja, ich wusste leider schon vorher, dass das Stückchen vom Bild da ist. Möchte ich ja tatsächlich zugeben. Oh! Alter! Jetzt hat's mich gerissen. Holy shit. Schon direkt mal das erste Mal. Alter, are you serious? Und ich weiß, dass da oben mal irgendwann jemand auf dem Balkon steht. Deswegen gucke ich immer leicht panisch darauf. Und es geht zum nächsten Durchgang. Ich werde schon etwas unentspannter. Ich merke es tatsächlich. Hä? Diesmal hört man gar nichts. What? Okay. Ich weiß, was jetzt dann bald passieren wird. Und genau passieren muss. Die Tür geht auf. Und ich bin... Okay, darauf war ich nicht gefasst. Aber ich bin tatsächlich einigermaßen darauf gefasst, was jetzt passiert. Und was jetzt kommt. Genau. Irgendwie war sie jetzt nicht so begeistert davon, dass wir da reingucken wollten. Und dann geht es auch schon zum nächsten... Alter. Zum nächsten Durchlauf. Also die Atmosphäre ist wirklich... der Hammer. Wenn das Silent Hill Spiel ist, dann kommt nur annähernd... diese Atmosphäre hat, wird's richtig heftig. Wen höre ich? Alter. Holy shit. Ich höre sie immer noch. Alter, das klingt, als wenn sie genau vor mir steht. Okay, ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Boah. Alter. Das war jetzt schon... Es wird auf jeden Fall heftiger. Sonst sieht man gar nichts. Aufmachen lässt sich die Tür auch nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Durchlauf über. Und schauen, was jetzt noch so passiert. Alter. Soundkulisse ist ja heftig. Sag mal, kann man einfach nicht irgendwas wie speichern oder so? Nee, ich denke tatsächlich... Also, das speichert immer unten. Ich will da nicht rein. Eine Taschenlampe. Jo. Na lecker. Könnte man wieder jemand putzen, ne? Are you serious? Ja, baden würde ich in dem Ding auch nicht wollen, ne? Uns selber können wir nicht sehen. Alter. What? Alter, das ist ja mal richtig ekelhaft. Also die Tür können wir nicht aufmachen selber. Irgendwas passiert jetzt gleich noch.
Hallo? Oh oh. Hör mal. Was war denn das? Das sieht ja mal richtig heftig aus, ey. Alter. Jetzt macht er die Tür auf. So, jetzt schnell durch zum nächsten Durchgang. Ja, ich hab gerade überall Gänsehaut irgendwie. Oh! Weniger Licht. Finde ich nicht gut. Das Radio läuft. Alter. Holy shit. I look behind me. There is nothing. There was another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the murderers were fathers. Holy shit, das klingt immer so, als ob die genau hinter uns steht und das Schnaufen anfängt. Okay, der wiederholt sich immer nur. Und wir gehen einfach mal weiter, so. Alter. Da drin ist irgendwie nichts Neues. Oh! Alter, holy shit! What the fuck? Alter. Hä? What the fuck was that? Leckt mich am Arsch, so gerissen hat's mich in meinem Leben noch nicht, glaube ich. Ich will's in der Aufnahme gar nicht hören. Alter, nicht lustig. Kein bisschen lustig. Geht's jetzt von vorn los oder wie? Sind wir jetzt gestorben? Hä? Nein. Es geht weiter. Alter. Yeah, I'm not touching that dial. Alter. Also der Schock gerade sitzt mir immer noch ein bisschen tief. Da drin ist nichts mehr. Irgendwie passiert hier nichts Neues. Oh, die Tür ist zu. Ob diese Zahlen irgendwas zu bedeuten haben? 204863, glaube ich, hat er gesagt.
Boah, ich höre immer irgendwas hinter mir. Ja, ich gucke regelmäßig hinter mich. Sag mal. Da passiert nichts Neues irgendwie. Oh, gorge it out. Alter, shut the fuck up. Hä? Ich bin leicht verwirrt. Ich weiß nicht, was es jetzt hier noch irgendwie gibt für uns. Auf jeden Fall finde ich nichts Neues mehr. Vielleicht sollten wir das Bild einmal vervollständigen, aber da fehlt noch einiges. Da fehlen noch einige Teile. Wobei ich ein Teil weiß. Das hat man nämlich da drin. Das habe ich mal bei einem YouTube-Video gesehen. Okay, damit geht's schon mal etwas vorwärts. So, aber beim Rest muss ich leider sagen, dass ich keine Ahnung habe, wo wir die restlichen Puzzleteile finden können. Vielleicht hier irgendwo. Sag mal, das scheiß Puzzleteil kann nur irgendwo auf dem Boden liegen. Und eigentlich nicht mal... Ah, da liegt doch noch eins. Jawohl. Wollte gerade noch sagen, eigentlich nicht mal so weit weg von dem Bild selber. Shut the fuck up. Boah, hey, mir stellt sich alles auf, wenn ich die Tussi höre. Der Rest, da ist nix. Da ist nix. Da war noch ein Puzzleteil, sage ich schon. Ein Bildteil. So viel fehlt gar nicht mehr. Ein oder zwei Teile, höchstens. Da oben. Da, ich seh's. Du hältst die Klappe. Gorge it out. Sag mal. Oh. Ich habe gerade mal alles durchgedrückt und bei der X-Taste... Ach so. Da ist ein X bei ihr. Holy shit. So, aber ich glaube tatsächlich, ein Puzzleteil fehlt noch. Und hier haben wir noch nicht gesucht. Und da ist es, ja. Ich glaube tatsächlich, das Bild ist vollständig und das Baby schreit. Alles klar. Das Bild haben wir vervollständigt. Okay, da können wir aber nicht rein. Holy shit. Alter. Mach halt sowas nicht. God damn it. Da oben. Hallo. Klappe. Was steht da? I can hear them calling to me from. Alter. Holy fucking shit. That was fucking scary. Vor allem, dass die Alte dann da oben stand. Oh. Alter. That's fucking disgusting. Forgive me, Lisa. There's a monster inside of me. Oh. Schön, jetzt sind wir im Rotlichtviertel angekommen. Alter, das Kind schreit immer heftiger.
Boah, da ist es. Ach nee, das ist nicht das Kind, das ist sie und die ist da drin. Gibt's hier irgendwas? Nee. Hier hat sich nichts verändert. Alter. Holy shit, Alter. Das ist richtig krass. Jetzt hört man immer noch das Geschrei. Hä? Es ist 1:1. Die gleiche Situation wie gerade eben. Ich sehe keinen Unterschied. Ich laufe jetzt einfach nochmal durch die Tür dadurch. In der Hoffnung, dass sich jetzt etwas verändert. Man hört immer noch das Geschrei. Das Geschrei ist wirklich heftig. Also ich krieg gerade schon wieder ewig Gänsehaut. Was? I can hear them calling me from L. Ach, da ist sie! Alter! Holy shit! Jetzt ist da EL. Hä? Ich weiß nicht, wo die Buchstaben herkommen, aber irgendwie scheinen sie zu kommen und zu verschwinden, wenn ich hier hintergehe. Okay, also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Hier ist ein Telefon und da kommt... Ah, genau, das ist ein Schriftzug. Und jedes Mal, wenn man jetzt hin und zurück geht, müsste ein Buchstabe sich, genau, hin und her bewegen. Okay. So, nochmal. So. They're calling me from... From hell. Okay, und jetzt ist die Tür offen. Und es geht weiter, hieß es. Okay, ja, es ist ruhig. Alter. Holy shit. Was ist denn das für komische Aufsage-Ding da? Okay, spannend. Ich verstehe kein Wort. Hä? Oh. Oh! Woohoo! Alter! Holy shit! Jetzt geht er aber ab. Sag mal. Holy shit. Boah, es wird immer länger. Ich habe nachgeguckt und hier muss man durchgucken. Ah, come on. So lange, bis was passiert. Boah. Now's the time. Do it.
Das Loch in der Wand hätte ich nie gefunden. No turning back now. Alter, die Bilder sind immer noch so krass. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Okay, spannend. Und da hat er sie also umgebracht. Ich wäre ums Verrecken nie drauf gekommen, da durchzugucken, wenn ich es nicht nachgelesen hätte. Also ich wäre einfach immer weitergerannt wahrscheinlich. Aber da wirklich so zu reinzuschauen und zu gucken, wo ein Bild runtergefallen ist nach einem Loch, da bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Okay, jetzt ist hier schon mal wieder helles Licht. Das gefällt mir sehr gut. Dafür ist es hier komplett duster. Klasse. Und es ist einfach nur scheißleise. Hey, wir haben wieder Licht. I can't believe it. So gefällt mir das schon um einiges besser. Dafür ist es hier jetzt dunkel. Das Baby ist weg. Okay. Die Tür ist auch zu. Oh, was war das? Alter. Da war nichts drin. Die Alte kommt auch gar nicht. Ich kann stehen bleiben. Sag mal. Wird er jetzt wahnsinnig? Könnte ich durchaus verstehen. Das könnte ich durchaus verstehen. Es gibt kein Zurück, es gibt kein... Vor. 0 Uhr. Es war doch bis jetzt immer 23:59. Alter, what? Not knowing you, I was sure you'd noticed this game and played. I will never, can never forget that 20 years ago I have something to tell you. Mehr konnte ich nicht mehr lesen. The fuck? Watch out, the gap in the door, it's a separate reality. The only me is me, are you sure the only you is you? Geht das wieder von vorn los, oder was? Nee, vorhin waren zwei Kakerlaken da. Also ich weiß tatsächlich, dass... I could do nothing but walk. Alter. And then? Da ist aber nicht der Fötus drin, oder? Also ich weiß, dass es noch nicht zu Ende sein kann, weil es gibt dieses letzte komische Rätsel, wo man das Kind drei, also diesen Fötus dreimal zum Schreien bringen muss, dieses Kind da. Und erst wenn man das geschafft hat, ist das Spiel zu Ende. Das ist auf jeden Fall wieder da. Und hier ist es scheiß duster schon wieder. Und wir gehen einfach nochmal durch. Und hoffen, dass es wieder Licht hat, dass es einfach wieder hell wird. Aber nö. Natürlich nicht. Warum sollte es auch hell werden? Okay. Sieht für mich jetzt gerade genauso aus wie vorhin.
Da oben ist niemand, okay. Ich gehe das einfach nochmal durch. Und nichts verändert sich. Ist ja super. Okay, ich glaube tatsächlich, wir sind im letzten Durchlauf angekommen. Ja. Jetzt müssen wir wohl das Bike da zum Lachen bringen, an dem schon so viele Leute verzweifelt sind. Irgendwie. Ich weiß, irgendwas mit aufs Telefon zoomen. Das habe ich irgendwie mal gelesen. Okay, also ich glaube, dass ich den... Also ich werde das Ganze auf jeden Fall ziemlich zusammenschneiden, damit ihr nicht mit ansehen müsst, wie ich dann dauernd bescheuert ewig durch die Gegend renne. Sinnlos. Gott, komme ich mir gerade bescheuert vor. Okay. Sag mal. What? Alter. What the fuck? Du schon wieder hier? Hä? Ach, da ist sie. Alter. Hinter uns ist keiner. Alter. Jared. Ja, das zweite Babylachen. I can't fucking believe it. Es hat wirklich geholfen, Jared ins Mikrofon zu sagen. Ich habe jetzt extra das PlayStation-Mikrofon angestöpselt. Der Controller vibriert. Ich bewege mich nicht. Keinen Millimeter. Und das dritte Lachen. Ja, das Telefon klingelt. I can't fucking believe it. You've been chosen. Ja. Holy shit. Fucking. What? Fucking finally. Ja. Dad was such a drag. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back. And I'm bringing my new toys with me.
Hideo Kojima. Guillermo del Toro. Norman Reedus. In Silent Hill. Silent Hills. Das war der Playable Teaser zu Silent Hills. Alter, ich habe jetzt über eine Stunde gebraucht, um diese Babylachen alle erklingen zu lassen. Es hat dann wirklich geholfen, das PlayStation-Mikrofon anzustecken, also diese Kamera mit dem integrierten Mikrofon, und den Namen Jared zu sprechen. Das hat dann wirklich geholfen, das zweite Lachen zu triggern. Und das dritte kam dann automatisch, wenn man sich nicht bewegt hat. Puh, holy shit. Das war heftig. Es war richtig heftig. Watch out, the gap in the door, it's a separate reality. The only me is me, are you sure the only you is you? Das hatten wir doch schon mal. Ach, jetzt geht's von vorne los, nehme ich mal an. Genau, da steht gerade wieder jemand in der Tür. Und sobald wir aufgestanden sind, nicht mehr. Wild guess meinerseits. Ich schau noch mal kurz hin. Aber es sieht alles wieder sehr normal aus. Genau, es ist 23:59 Uhr. Das Radio plappert vor sich hin. Die Tür ist offen. Alles klar. Puh, ja, das war unser Let's Play zu P.T. Silent Hills. Es war ein wahnsinnig horrormäßiges Erlebnis. Also es hat mich teilweise wirklich richtig gerissen. Das letzte Rätsel war einfach, also ohne Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ja, wie gesagt, das Let's Play endet hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.